Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Minister, sehr geehrte Damen und Herren, auch zu Hause an den Bildschirmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also wer sich dieses Thema der Aktuellen Stunde heute ausgedacht hat, weiß ich ja nicht. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das ist garantiert eine Themenverfehlung. Ja? Wir haben den ersten Tagesordnungspunkt zu beschließen, wo es genau darum geht, und dann unterhalten wir uns in der Aktuellen Stunde genau zum ersten Tagesordnungspunkt. Also ich weiß ja nicht, welche Gehirnzellen da gewerkelt haben, aber die waren falsch gepolt. Weil es gibt ja noch ganz andere Dinge zum Thema Gesundheitswesen, wo man sich dringend unterhalten müsste und nicht nur um die Primärversorgung, die durchaus auch ein Thema ist, aber das hätten wir im ersten Tagesordnungspunkt ja durchaus auch besprechen können und werden dieses auch noch tun. Ich sage aber schon gerne zwei Sätze dazu. Es ist ja grundsätzlich nichts zu sagen, dass man Primärversorgungszentren einrichtet, wo man sagt, ja, möglichst rund um die Uhr und die Leute sollen dort den Zugang haben zu verschiedenen Ärzten, Physiotherapeuten, wie Sie es ja, Frau Minister, schon gesagt haben. Was aber die Gefahr dabei ist, ist, dass der Hausarzt damit ausgestorben ist. Und genau das soll und kann es aber nicht sein. Der Hausarzt ist, wie ja die Frau Kollegin Stöckel-Wolkersdorfer in ihrer Leseübung gesagt hat, dass das so wichtig ist für die Leute und so geschätzt wird und dass man den möglichst raumnahe haben möchte, ja. Aber dann frage ich Sie, warum Sie im ersten Tagesordnungspunkt ein Gesetz beschließen, wo der Hausarzt zum Sterben verurteilt ist. Das wollen wir nämlich nicht und wir werden ja auch dagegen sein, weil wir genau das nicht wollen. Es muss möglich sein, beides nebeneinander gleichberechtigt existieren zu lassen. Und wenn dann von Ihnen, Frau Kollegin Stöckel, dann auch Vorschläge kommen, wie man es besser machen könnte, ist es einmal mehr der Zeitpunkt, wo ich mich frage, seit wie vielen Jahren sitzen ÖVP und SPÖ gemeinsam in einer Regierung? Das sind immer die Aufträge an sich selber, wo wir uns immer fragen, ja, warum haben Sie das nicht schon längst beschlossen? Auch wenn wir wissen, dass es in einer Koalition schwierig ist, einen Kompromiss zu finden, aber Sie haben jetzt wirklich Jahrzehnte Zeit gehabt, diese Dinge alle auf die Strecke zu bringen und hier zu beschließen. Was aber meiner Meinung nach, wir hätten uns hier heute zum Beispiel über ein Thema unterhalten können, das heißt Frauengesundheit. Das wird noch immer relativ stiefmütterlich behandelt. Wir wissen zwar, dass Frauen auf Medikamente anders reagieren. Wir wissen, dass sich Erkrankungen wie Schlaganfälle, Herzinfarkt etc. bei Frauen ganz anders ankündigen als bei Männern. Jetzt will ich ja nicht sagen, es ist nichts getan worden, aber das ist ein sehr langsamer und schleppender Prozess, der dringend beschleunigt gehörte. Wir haben das Thema Gesundheitsvorsorge. Na, was haben Sie denn gemacht, SPÖ und ÖVP? Die Mammographie bei den Frauen ab 40 nur noch alle 2 Jahre. Vorher konnte man das jährlich machen, aber Sie sind der Meinung offensichtlich, ab 40 reicht es ja alle 2 Jahre. Wir haben immer noch nicht das Thema erschöpfend gelöst oder Sie haben es nicht gelöst, was ja schon mehrmals in den Medien war. Die Spitalsbetten am Gang, die sind ja immer noch Realität. Es ist ja nicht so, dass die jetzt verschwunden sind. Auch hier geht einfach nichts weiter, obwohl Sie wissen, dass es das ist. Und weil es heute schon einmal angesprochen worden ist und ja auch in diesem Thema drinnen steht, die Stärkung des ambulanten Bereichs. Ja, ich kann Sie alle nur herzlich einladen. Gehen Sie ins AKH und schauen Sie sich dort einmal den ambulanten Bereich an. Und dann schauen Sie, warum die Leute dort sitzen und wer dort sitzt. Und dann reden wir über die Stärkung des ambulanten Bereiches noch einmal weiter. Und was auch ein Thema dieser Aktuellen Stunde hätte sein müssen, ist, dass wir einen Abgang von Ärzten haben. Vor 10 Jahren hat es noch geheißen, bitte studiere jetzt nicht Medizin, wir haben eine Ärzteschwemme. Mittlerweile fehlen uns die Ärzte. Von 10 gehen 6 ins Ausland, weil die Bedingungen besser sind, weil die Bezahlung besser sind. Wir haben ein Minus an Allgemeinmedizinern von 12% und ein Minus von Fachärzten von 3%. Das sind die Dinge, die heute das Thema der Aktuellen Stunde sein hätten müssen und übrigens auch weiterer Gesetzesbeschlüsse.
denn hier sind noch einige Baustellen offen. Hier gehört noch viel gemacht. Und ich hoffe, dass eine künftige Regierung, die nicht mehr aus SPÖ und ÖVP bestehen wird, diese Dinge in Angriff nehmen wird. Wir sind dazu bereit. Monika Mühlwert von der FPÖ Wien nennt die Aktuelle Stunde eine Themenverfehlung. Der erste Tagesordnungspunkt sei nämlich thematisch ident. Der Hausarzt dürfe als Berufsgruppe nicht aussterben, wie Mühlwert sagt. Er solle neben den Versorgungszentren gleichberechtigt existieren können.